Laura Poth ist bei uns, GEW-Landeschefin in Niedersachsen, seit 2 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Demnächst steht eine Wiederwahl an. Frau Poth, jetzt könnten Sie sagen, das mit den 2 Jahren reicht mir echt. Ich glaube, ich trete echt nicht nochmal an. Ich habe eher den Eindruck, dass ich mich so richtig warm gelaufen habe und jetzt nochmal richtig Lust, weiterzumachen. Denn es liegen noch viele Herausforderungen vor uns. Ein bisschen was haben wir schon geschafft, da bin ich auch stolz drauf, aber wir müssen eben noch viel mehr anpacken. Reden wir gleich drüber. Wenn man zu einer Wahl antritt, dann braucht man einen knackigen Wahlwerbespruch. Womit werden Sie nächste Woche antreten? Was wird auf dem Plakat draufstehen? Für gute und bessere Arbeitsbedingungen trete ich an. Lassen Sie uns mal über die 3 großen Streitpunkte sprechen, die uns in den vergangenen Jahren so ein bisschen begleitet haben. Der erste Punkt war diese Debatte um A12, A13. Lehrer an Grund-, Haupt-, Realschulen verdienen ein bisschen weniger. Wo stehen wir da im Moment aus Ihrer Sicht und was sind Ihre Forderungen an die Politik? Die verdienen ja nicht nur ein bisschen weniger, die verdienen richtig viel weniger. Und wir sagen nicht einfach so, der Verdienst muss angehoben werden, sondern es gibt inzwischen einen Rechtsanspruch darauf. Das Studium ist inzwischen gleich lang und gleichwertig. Die sitzen in denselben Vorlesungen und es zeichnet sich ab, dass das Grundhaupt- und Realschullehramt nicht mehr so angewählt wird wie das Gymnasiale. Wir haben da also einen Riesenmangel. Und deshalb aus diesen beiden Gründen ist aus unserer Sicht die Anhebung dringend nötig. Der zweite große Streitpunkt ist die Arbeitsbelastung, die Lehrer haben. Jetzt könnte man sagen, super, wir haben ja eine Kommission in Niedersachsen. Ja, dann ist doch eigentlich alles gut, wir haben ja eine Kommission. Ja, wir als GEW haben ja mehrere Studien in Auftrag gegeben. Das heißt, alle Daten und Fakten liegen auf dem Tisch, dass wir nicht einfach so sagen, weniger arbeiten, sondern wir brauchen einfach mehr Zeit für unsere Schüler. Und es ist auch durchaus ein Erfolg der GEW, dass die Kommission des Ministeriums das tatsächlich bestätigt hat. Also Lehrkräfte sind zu stark belastet und diese Kommission hat auch Vorschläge gemacht, wo man für Entlastung sorgen müsste. Jetzt fehlt natürlich noch die Umsetzung und dafür kämpfen wir aber weiter. Die Kommission hat ja jetzt seit einiger Zeit schon, glaube ich, nicht mehr getagt und jetzt wartet man schon sehr lange, viele, viele Monate. Ist da möglicherweise auf Seiten der Politik was eingeschlafen? Also die Kommission tagt ja nicht mehr, sondern die hat ihre Vorschläge vorgelegt. Dann allerdings hat der Kultusminister mehrere Diskussionsrunden eröffnet und in der Tat wurde da sehr viel diskutiert. Es muss jetzt tatsächlich um die Umsetzung dieser Vorschläge gehen. Das ist natürlich schwieriger in Zeiten, in denen es nicht genug Köpfe gibt sozusagen. Das ist immer die Argumentation des Ministers. Aber wir sagen, zur Gesunderhaltung der Lehrkräfte und um genügend Lehrerinnen und Lehrer im System zu halten, ist es dringend notwendig, da auch für Entlastung zu sorgen. Heißt für mich ketzerisch gesprochen, der Kultusminister diskutiert gerne, aber wenn es dann an die Schatulle geht, wird es schwierig. Jetzt wäre die Gelegenheit, den GEW-Mitgliedern zu zeigen, hat die dem Minister nochmal einen mitgegeben? Das fordern tatsächlich die Mitglieder immer, dass ich klare Kante zeige gegenüber dem Kultusminister. Ich sehe aber auch, dass er natürlich dafür kämpft und kämpfen muss, dass der Bildungsetat genug ausgestattet wird, also dass genug Geld auch zur Verfügung steht, damit er seine Vorhaben umsetzen kann. Lassen Sie uns noch ganz kurz über die Zahl der Lehrer sprechen. Da gibt es immer so die Debatte, wie viele Lehrer gibt es denn überhaupt auf dem Markt? Die GEW hat mal gesagt, du müsstest 2500 ausschreiben, lieber Kultusminister. Der Kultusminister sagt, ich habe ja nur 1900. Jetzt könnte man sagen, naja, da ist natürlich was Wahres dran. Warum soll ich 2500 ausschreiben, wenn diese Lehrer gar nicht auf dem Markt sind? Ja, also aus unserer Sicht müsste natürlich oder könnte sich Niedersachsen an die Spitze bundesweit stellen in der Attraktivität. Also es müssten Anreize geschaffen werden, mehr Lehrkräfte hierher zu kriegen. Und dass der Bedarf höher ist als die Stellenanzahl, die er ausgeschrieben hat, ich finde, das liegt auf der Hand. Es fällt reihenweise Unterricht aus. Es gibt keine Vertretungsreserve. Das ist tatsächlich eine Herausforderung der nächsten Jahre. Eine weitere Herausforderung, letzter Punkt, Frau Poth, ist die Flächenprämie, nämlich die Probleme, die man in der Fläche hat, dort Lehrer hinzubekommen. Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, Flächenprämie sehe ich nicht allzu sinnvoll an. Also unsere Flächenprämie ist tatsächlich die Anhebung auf A13. Da ist der größte Mangel. Also der Mangel besteht an den Grundhaupt- und Realschulen, der Mangel besteht an den Brennpunktschulen und der Mangel besteht tatsächlich auch im ländlichen Bereich. So, aber unsere Flächenprämie ist die A13. Laura Poth, GEW, sie möchte wieder Landesvorsitzende werden. Viel Erfolg dabei. Danke für den Besuch. Ich danke auch. Gerne.